Insgesamt 10 Stürme sind über unseren Teil Irlands diesen Winter hinweggezogen. Sturm Gertrud brachte uns Ende Januar Windböen von bis zu 169 Stundenkilometern. Zwischen den Stürmen habe ich es sogar ab und zu mal an den Strand geschafft, meinem Lieblingsstrand bei Snarth. Snarth ist gälisch für Schwimmen. Es gibt nach solch heftigen Stürmen immer allerlei am Strand zu entdecken. Das meiste davon ist nutzloser Müll, weil es kaputt ist oder die falsche Größe hat. Found anything funny? Something nice and smelly? Die Flut kommt. Schnell noch ein bisschen nach meinem liebsten Strandgut suchen. Ich muss einfach immer ein paar davon mit nach Hause nehmen. Aber man kann ja nun mal nur eine begrenzte Menge davon auf Fensterbänken und Regalen auslegen. Deswegen kam mir die Idee, daraus ein Mobile zu machen. Mit Tims altem Bohrer bohre ich in jede Muschel ein Loch. Ein hübsches Stück Treibholz ist der Balken, vor dem ich die Muscheln hänge. Da müssen auch noch Löcher durch, damit man die Muscheln befestigen kann. Um die Muscheln aneinander und an das Holz zu binden, nehme ich Anglerschnur. Das ist es auch schon. Ziemlich einfach. Und fertig. Vielleicht schenke ich es meiner Mutter, die so weit weg von der Küste wohnt.